Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und yep, wir schauen uns heute Folge Nummer 1 von Ex on the Beach an. Und für manche klingt das gerade so wie ein Déjà-vu, denn ich habe doch vor kurzem schon mal so ein Video gemacht. Aber das waren die ersten 20 Minuten und jetzt steht uns die ganze Folge zur Verfügung. Ich werde auch da einsteigen, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Das heißt, für alle, die das verpasst haben, checkt auf jeden Fall mal hier das Video ab. Wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, gibt es einen anderen Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, dann macht das doch auch sehr gerne. Ich bin auf jeden Fall hyped und ich freue mich auf die Staffel, denn das, was wir schon gesehen haben, ja, das macht auf jeden Fall Laune. Und ich verstehe, glaube ich, auch so langsam die unterschiedlichen Charaktere. Wir haben diese zwei Newbies, Kimi und Roman, die nehmen so ein bisschen die Sicht der Zuschauer ein. Für die ist das auch alles interessant, was da passiert. Dann haben wir Johnny und ich glaube, Johnny wird da nicht unbedingt der Ladylover sein, sondern der sorgt für ordentlich Cringe. Also Cringe-Faktor und Johnny sehe ich auf jeden Fall zusammen. Mehr als das mit den Ladies, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Und dann haben wir Paulina, Carina und Chiara und das ist auf jeden Fall schon mal hier Frauenpower to the fullest, die auch für Entertainment sorgen werden, vielleicht auch Adult Entertainment. Man weiß es nicht. Und man kann ja auch schon spekulieren, wer da alles noch reinkommen wird. Das wird eine wilde Sause, so würde ich es mal sagen. Jetzt geht's auch schon los, alle sitzen zusammen, das Terror-Tablet hat gerade gelacht und man wundert so ein bisschen herum, was könnte jetzt passieren? Was wird jetzt passieren? Ihr denkt, wir haben heute den ganzen Tag unsere Ruhe, oder was? Ja. Ja, bei wem wäre es am schlimmsten, wenn wer kommt? Ich glaube, Paulina. Safe! Ich kann mir vorstellen, dass jemand von dir kommt. Ja, mal gucken. Ihre Ex-Freunde sind auf jeden Fall sehr, sehr aussagekräftig. Zumindest haben wir da Yassin. Wir hätten Hendrik, aber der wird sicher nicht. Und dann gibt es noch den Österreicher, mit dem sie bei Temptation Island rumgemacht hat. Also die Auswahl ist auf jeden Fall da. Und ich freue mich, glaube ich, am meisten über Yassin. Und da frage ich mich an der Stelle auch, ob Paulina das nicht weiß, ob Yassin da ist. Die haben doch sicher vorher mal geschrieben. Also diese Trash-Bubble ist so klein, da sieht man jetzt gerade wieder, wie alle auf Mallorca rumhängen. Und man kennt sich einfach. Vielleicht mag man sich nicht, aber man kennt sich. Genießt eure Zeit hier, solange ihr noch könnt. That's it. Yeah! Das war's? Ja! Wir machen Party, wir genießen das alles, solange noch keine Ex oder Ex da ist. Ich will feiern, ich will Spaß haben, ich will... Du weißt, was ich meine. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was der Junge für Moves hier drauf hat. Und wie er es probiert. Er wird es auf jeden Fall probieren. Und das wird bestimmt interessant. Eben hast du auch erzählt, dass Yassin kommen könnte, gell? Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde den auch ultra nice. OMG! Und ich feiere Carina dafür, dass sie das so offen anspricht. Man sieht in den Augen von Paulina, wie geschockt sie ist. Ist schon nicht so cool. Aber wenn du sagst, du willst was von dem so, dann würde ich safe... So, er ist dein Ex-Freund. So. Ich weiß nicht, wie viel ihr abgeschlossen habt. Wir haben gar nichts miteinander abgeschlossen. So. Das wäre der Moment, da müsste Carina ein bisschen die Füße stillhalten. Aber wie wir ja schon wissen und ich schon 10-mal erwähnt habe, Carina hat ja anscheinend nach den Dreharbeiten öfter mal München aufgesucht, um sich eben mit Yassin zu treffen. Und dass Yassin heiß auf Carina ist, ist wohl offensichtlich, nachdem wir gesehen haben, wie er bei Germany Shore abgeht. Da war es völlig egal. Yassin hätte auch so mit dem Eimer rumgemacht, wenn er gedacht hätte, das wäre eine Frau. Ist so. Und Carina ist eine Hübsche, by the way. Kennst du meine Ex-Freundin? Wer ist deine Ex-Freundin? Laura. Welche? Von Temptation. Ich liebe sie. Und das macht Johnny jetzt bestimmt an der Stelle auch hören. Und ich liebe sie auch. Laura hat auf jeden Fall alles gegeben. Und ich freue mich, sie dann wieder mal in einem Format zu sehen. Und allein wie Johnny gesagt hat, Laura. Von Temptation. Der ist stolz wie Oscar, dass er mit der zusammen war. Was da vorgefallen ist, weiß ich nicht. Perfekt, hat mich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen. Könntest du dir wieder was vorstellen mit ihr? Ich sage primär nein. Primär nein, weil ich gerade mit dir spreche und dich eventuell klar machen möchte. Aber wenn es dann um Herzschmerz geht und ich mit ihr alleine bin, würde ich es wahrscheinlich anders sagen. Zum jetzigen Zeitpunkt sage ich auf jeden Fall... Next. Spätestens, wenn er merkt, dass er mit seiner Masche bei keiner Frau ansatzweise Erfolg hat, dann wird er sich so danach sehnen, dass Laura reinkommt, denn irgendwie hat es ja scheinbar mal bei ihr geklappt. So könnte ich mir das vorstellen. Auf jeden Fall, Paulina läuft jetzt die ganze Zeit durchs Haus und hat immer noch die Stimme von Carina im Ohr. Hm, Yassin würde ich aber auch gern mal. Und da sucht sie natürlich Halt bei Chiara. Die kennen sich super gut, die haben sich schon mal in Berlin gesehen. Du und Yassin? Ja. Also noch Gefühle? Ja.
wünschte, das wäre nicht so. Liebe vergeht nicht einfach. Und ich bin komplett verwirrt. Ich dachte, das ist sowas von Schnee von gestern. Hatte Yassi nicht ungefähr danach 122 andere Freundinnen? Aber klar, es ist Liebe. Und natürlich ist da nie irgendwas abgesprochen. Und es verletzt einen halt jetzt doch noch. Weiß ich nicht. Also für mich war das so weit weg. Auch bei Germany Shore, da war er doch noch irgendwie mit seiner Ex, dieser Alicia? Hieß die andere Ex von ihm Alicia? Oh, das wäre interessant, wenn die noch reinkommt. Aber ich dachte, das Paulina-Yassin-Ding ist sowas von over. Habt ihr mitbekommen, dass Yassin angeblich jetzt öfter mal mit Christina von Temptation Island gesichtet wurde? Ja, der Alex-Christina. Das passt gar nicht, oder? Aber denkst du, Dominik könnte auch kommen? Weiß ich nicht, wird's stimmen. Yassin. Interesting. Wisst ihr, was das Piepen war? Hundertprozentig Hendrik. Der Name Hendrik ist hier gefallen, aber den haben sie wirklich gepiept. Das heißt, nachdem das rauskam mit dieser Gerichtsverhandlung und was auch immer er da für Parolen gerufen hat und überhaupt. Viele fragen immer, was war da los? Googelt das einmal kurz, dann kommt ihr auf das Ergebnis, weil ich will hier auch nichts Falsches sagen. Aber auf jeden Fall wird er aus jedem Format bei RTL komplett rausgeschnitten. Und ja, was man vielleicht lieber rausgeschnitten hätte, die Flirtversuche von Johnny gegenüber Carina. Es geht los und ich sag mal so, puh. Sie sind auf älter oder jünger? Meine Ex-Freunde sind alle über 30. Was? Ja, Mann. Außer Sasa. Außer Sasa. Aber eigentlich stehe ich schon so auf Männer, die nicht mehr bei Mama wohnen. Ich wohne nicht bei Mama, mach dir keine Sorgen. Das ist schon mal cool. Ich wohne nicht bei Mama. Ich wohne alleine in Köln. Und wie angenehm muss das für Carina sein? Kommt Johnny so auf sie zu und sagt, Schätzelein, ich wohne nicht bei Mama. Ich wohne ganz allein in Köln und was wir zu zweit in Köln so machen können, das würde ich dir jetzt gern mal zeigen. Und dann zieht er noch seine Sonnenbrille so runter, damit man seine Augenlein sieht und zwinkert so. Ich sag doch, Cringe Overload. Ja? Ich weiß nicht, ob ich mir eingebildet habe, aber hat er versucht, mich an der Raucherecke zu küssen? Ja, tatsächlich habe ich versucht, sie zu küssen. Lass mal ein bisschen. Super. Oh, Carina. Aber Spaß beiseite, Johnny kann natürlich auch anders und ist dann gar nicht mehr so cringe. Er fragt erstmal so randommäßig, und wie oft hast du schon mit wie vielen Leuten? Hm? Bodycount, hä? Romantischer Opener. Wie viele Partner hast du in deinem Leben? Guck mal, pass auf, wir sagen uns jetzt die Wahrheit. Cringe, 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 cringe. Cringe, und ist es sowas von cringe, aber deshalb ist er da. Dann erst du. Über 200. Du laberst so eine Kacke. Ist so ein abwertender Begriff. Jetzt mal Real Talk, wie findet ihr den? Also jetzt mal ganz ehrlich, stellen sich da nicht bei euch die Nackenhaare hoch oder denkt ihr, oh mein Gott, ich wäre gerne bei den 200 dabei gewesen? Ja, natürlich geht man jetzt davon aus, dass der nur labert und dass das auf gar keinen Fall stimmt. Aber ich spekuliere jetzt einfach mal, wenn der abends in Köln unterwegs ist, hackgedicht und die Ladies sind auch hackgedicht. Und dann sage ich, ich bin Johnny aus dem Fernsehen. Dann macht er die Sonnenbrille wieder runter. Ja, vielleicht fällt da die ein oder andere drauf rein oder ihr ist es auch egal. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt rate, wie viel ich hatte? 67. Psch, was eine Zahl, wie kommst du darauf richtig? Und von wegen, Johnny ist kein Frauenversteher. 67, eingeloggt. Zumindest denkt er noch kurz, er hatte recht. Mein Spaß. Viel weniger. 40. Weniger. 23. Weniger. Was? Hä? Wie ist das möglich? Also wenn du allein an jedem Wochenende, seitdem du 20 bist, einen hattest, muss das doch mehr sein. Das ist doch normal. Ja, nein. Und die beiden werden von Paulina beobachtet und den anderen Zuschauern, den Newbies. Hilfe! Hilfe! Und wer hilft? Johnny ist eigentlich so... So rein oberflächlich und optisch gesehen ist er rein gar nicht mein Fall. Und ich bin hier gespannt, denn es wird irgendwann noch krachen. Denn jemand, der so penetrant ist, irgendwann kriegt er die Abfuhr und wird dann sagen so, hä? Du stehst gar nicht auf mich. Dabei hast du doch die ganze Zeit mit mir geflirtet. Du bist doch so nah rangekommen. Ich stand ganz normal in der Raucherecke. Er ist Totlacher, ich weiß dir. Ich hab 10 Alkopops getrunken. Oh, Johnny, 16 Jahre alt, hat heute 10 Alkoholpops getrunken und ist ein richtig harter Boy. Und da muss ich sagen, feiere ich Paulina, denn ich hätte jetzt nicht besser reacten können, ja? Ja, Johnny, der harte Kerl, der kann auch einen Zahnstocher im Mund einmal so rumdrehen. Ganz krasser Boy.
10 Alkopops. Das erinnert mich an Smirnoff Eis. Das war früher so komplett mein Ding. Puh. Und dann 10 runtergeschossen im Jutz. Puh, war das eine Party. Dann noch eine kleine Rangelei vorm Jutz. Eieieiei. Cringe. Und ich lehne mich jetzt eventuell sehr, sehr weit aus dem Fenster. Bei Temptation hat da nichts gerissen bei den Frauen. Würde auch sagen bei Ex on the Beach, ich glaube nicht. Aber egal, es gibt ja noch andere wie Kimi. Und ja, Kimi sorgt auf jeden Fall ein bisschen für Aufsehen bei den Frauen, denn irgendwie von den drei Männern kommt der definitiv am besten an. Was sind so bei dir eigentlich so richtige No-Gos bei so Männern? Bei Männern? Wo du sagst, Red Flag. Ja, Männer, die erstmal so hier ein bisschen, da ein bisschen so. Man muss sich ja nicht für jeden öffnen, weißt du? Und das zeigt halt auch ein bisschen Stil. Und das finde ich bei einem Mann sehr wichtig. Hört, hört, da ist man auf jeden Fall bei Ex on the Beach richtig, denn hier versucht man ja von Anfang an, sich wirklich jede Option offen zu halten. Und da kommen ja noch ein paar und dann sagt man Tschüss zu der alten Option. Das ist ja dann einfach perfekt. Aber natürlich, im echten Leben ist das natürlich eine Red Flag, wenn du jemanden datest, der dann einfach 10 weitere datet oder mit 20 gerade schreibt. Das verstehe ich schon. Was zum Beispiel mir auch sehr, sehr wichtig ist, mit Musik zum Beispiel. Wenn ich mit meinem Partner nicht die gleiche Musik hören kann. Ja. Zum Beispiel da, wir zwei am Streit, ich und Paulina. Paulina ja, ja. Nicht. Die hört einfach Techno. Und bevor ich darauf mal kurz eingehe, er hat gesagt, ich und Paulina, Paulina und ich. Ich und Paulina, Paulina ja, ja. Nicht. Wegen Esel nennt sich zuerst Kimi. Was ist da denn los? Ein Trashy, der darüber nachdenkt, was er sagt. Kurz mal eine Kerze angemacht. Einen kurzen Applaus von dieser Community hier. Ich bin begeistert. Und ich kann auch verstehen, was der sagt. Aber Paulina hört Techno. Ist Paulina nicht die, die irgendwelche Rap-Songs rausgebracht hat und damit mit meinen Rap-Songs, Spaß, Rap-Songs, in Konkurrenz steht? Sie feiert eher auf Techno. Finde ich interessant. Ja, und ich muss sagen, ich stehe ja auch sehr, sehr hart auf Deutschrap, Hip-Hop, Black Music, sagen wir es mal so. Und ich glaube, mit einer zusammen zu sein, die so ganz anders drauf ist, wäre mir egal. Oh, ich hoffe echt, morgen gibt es hier richtig Action. Das kann auch jetzt schon Action geben. Glaube ich nicht, wir haben die Uhrzeit. Als würde das Terror-Tablet um 9 ins Bett gehen. Und ich lieb's und Carina waren Gedanken schon dabei zu überlegen, wo soll ich schlafen und bei wem kann ich mich eventuell ankuscheln? Na, wie ist die Stimmung? Bisher noch ganz entspannt, oder? Ja. Paulina geht sofort in die Date-Cabana. Uff, there it is. Uff, there it is. Und ich bin gespannt. Sitzt da ein Mann? Sitzt da ein Yassin? Sitzt da ein Österreicher? Wie heißt der nochmal, der Österreicher? Dominik? Oh Gott, krieg ich Schweißausbruch. Sehe ich noch gut aus? Voll. Du willst für deinen Ex gut aussehen? Was ja, passiert? Ja. Und der Frauenversteher. Du willst echt, okay, ich muss näher rankommen. Du willst echt für deinen Ex gut aussehen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, der hat die Frauen verstanden. Nicht! Na klar, da musst du sehen, was er verpasst hat. Also bitte. Hallo? Auf jeden Fall läuft dann Paulina rüber und statt einem Mann findet sie dort eine Kiste. Unter Beobachtung natürlich der ganzen Truppe hier. Was? Okay. Okay. Ich glaube, wir machen eine Party. Na endlich. Noch sind es zwar nur 6 Trashies, aber so viel sei verraten, wird sich bald ändern. Ich finde die Party heute mega geil. Alle sind sehr touchy. Und das überrascht mich nicht. Wir haben Johnnys Fähigkeiten schon begutachten können. Der probiert es wirklich überall. Und jetzt leider auch wieder bei Carina. Und langsam wird es unangenehm. Langsam ist es auch nicht mehr witzig. Was willst du denn? Ich habe doch hier meinen Wodka mit Energy. Ich habe auch mal einen Wodka mit Energy. Ja. Hier. Super. Nein, du bitte nicht. Und das finde ich schon fast widerlich. Und jetzt weiß ich auch, wie der seine 200 Frauen da klar gemacht hat. So. Wow. Krieg ich keinen Kuss von dir? Nein. Warum nicht? Nein, du bist wie ein Bruder. Ich bin wie ein Bruder? Ist das dein Ernst? Schon. Bye, bye. Definitiv in der Bro-Zone. 100%. Und ich liebe sein Face dabei. Es hat sich nicht wirklich stark verändert, aber man sieht noch mal so richtig Eyecatcher-Vibes. Leute, ich sag's euch, Eyecatcher-Vibes. Cringe. Wen findest du am attraktivsten? Von euch dreien? Ja. Kimi. Mir gefällt auch, dass Johnny sich jetzt gar nicht so abgeschossen hat. Der hat nicht nur 10 Alkopops getrunken. Der Junge hat noch einen draufgesetzt. Einen 11. gab's auch noch. Und danach war Feierabend. Wen findest du denn? Moment. Wen findest du denn in Jungs am attraktivsten? Süß. Cutie Bear. Okay, alles klar. Jetzt Bescheid.
Leute. Und das Lustige ist jetzt bei solchen Autoscooter-Typen, sobald sie eine Abfuhr bekommen haben, ja, regen die sich innerlich doch so ein bisschen auf und dann geht Johnny auf Sasa. Ich weiß gar nicht, ob das Carinas Ex ist. Waren die jemals zusammen? Also die Sendung will es uns verkaufen, dass er auf jeden Fall ihr Ex ist. Auf jeden Fall geht Johnny auf ihren Ex jetzt drauf. Aber soll ich mal sagen, ja, ist Fame geil. Das weißt du doch gar nicht. Fame geil. Und das... Und das kleine Spuckmonster gibt hier auf jeden Fall Gas. Das erinnert mich an einen Kumpel, mit dem ich früher um die Häuser gezogen bin. Der hatte auch ein Problem. Immer wenn der so ein bisschen getrunken hat, hat der gespuckt. Und dann kam der immer so nah ran und hat wirklich aus Respekt die Hand immer so davor genommen. Ein Tipp für Johnny hier. Hör auf, über Leute zu reden, wenn die nicht hier sind, Johnny. Aber ich hasse das einfach, wenn Leute lästern und die Leute nicht hier sind. Ich hasse das, egal wer das ist. Und der Newbie weiß gar nicht, was hier passiert. Wow, da hebt jemand die Stimme. Und das wissen wir auch schon. Carina ist, glaube ich, an sich schon eine Loyale. Und es geht ihr, glaube ich, nicht zu 100% um Sasa. Einfach nur darum, dass diese Lästereien oder Leute, die über andere reden, die gerade nicht im Raum sind, ist kacke. Finde ich auch kacke. Finde ich gut, dass sie hier den Mund aufbekommt. Und das ist nicht überraschend. So ist sie ja. Ich habe einfach gesagt, wenn Sasa kommt, Sasa dein Ex, ist Carina Sasa verfallen. Punkt. Er kennt mich seit 4 Stunden und urteilt über mich. Das ist einfach nur meine Meinung. Er hat gesagt, Sasa ist Fame geil. Es ist anscheinend der Ex. Ach so. Ja, und stell dir mal vor, einer wird das über dich sagen. Ja. Ja, stell dir das mal vor. Alle da drin sind Fame geil. Johnny, Carina, wie sie alle heißen. Natürlich sind die alle Fame geil. Und Sasa bestimmt auch irgendwie. Aber ich finde, das ist auch kein Argument, was jetzt super negativ behaftet ist. Ist ja offensichtlich so. Sonst würden die ja da nicht mitmachen. Ja. Sag das der Person, wenn sie hier ist, ins Gesicht. Sag ich ihm, wenn er hier ist, Punkt, Ende aus. Und Johnny ist sicher so einer, der sagt, Mashallah, Walla, schwöre ich, sag ihm. Ich finde es auch nur witzig. Was findet ihr gerade witzig daran? Entschuldigung. Oh. Da ist der kleine Zuschauer in ihm mit ihm durchgegangen und sehr so, geil, die schreien sich an. Oh, sorry. Das hat auch eigentlich gar nichts damit zu tun, dass es Sasa ist. Hätte er so über eine Paulina gesprochen oder über einen Kimi oder einen Roman, hätte ich genauso reagiert. Ich hasse Lästern über alles. Komm mit. Alles okay, Bro? Ich f*** den, Bruder. Der 11. Alkopop war's. Was hat der denn jetzt gegen Sasa? Alles gut. Ich mag das gar nicht. Ich weiß schon. Du weißt, du bist neben mir, gell? Ja, safe. Neben der Wand, ne? Du weißt so, ja. Halt meinen Platz frei. Du weißt. Und Kimi steppt in dieses Trash-Game rein wie kein Zweiter mit so einem Euro-Step. Nicht so schlecht. Er hat das ausgenutzt, dass gerade Johnny es komplett versaut hat. Und er weiß ja auch, dass Carina, also man merkt es, glaube ich, dass Carina schon so ein kleines Äuglein auf ihn geworfen hat. Und der Bro ist am Start. Zumindest gehen dann alle schlafen. Und falls etwas in dieser Nacht passiert ist, werden wir es gleich erfahren. Auf jeden Fall am nächsten Morgen quatschen Carina und Johnny noch einmal miteinander. Ist schon gestern ein bisschen lauter geworden? Ich bin voll der Harmonische, ne? Für mich ist das kein Streiten. Für mich ist das normal, so ein bisschen auf Alk rumzupöbeln. Safe. Walla, ich schwöre. Aber auch das war ganz entspannt. Heute Morgen haben wir so ein bisschen gekuschelt. Und Leute, es blieb da nicht nur beim Kuscheln, sondern die Hände von Kimi hatten an dem Tag Wandertag. Ich verstehe mich mit Carina voll gut, habe ich das Gefühl. So ein bisschen, aber erst in meinen Rücken und dann ging jetzt so mein Arm. Und irgendwann ging er immer weiter und war so fast an meiner... Wieso? Jetzt ist aber gut hier, oder? Man muss ja nicht gleich am ersten Tag übertreiben, aber allein, dass es so gesagt wird, verspricht auf jeden Fall wackelnde Betten hier. Ich glaube, hätte ich es zugelassen, dann hätte er richtig genüsslich meine massiert. Und ich finde, das ist ein perfekter Satz im Trash-TV. Allein von der Klangfarbe hätte er genüsslich meine Miau massiert. Schön, einfach schön. Da ist alles drin, da wird nicht drumherum geredet, sondern einfach perfekt. Genüsslich meine Miau massiert. Schön, oder? Cringe. Ich will da auch jetzt nichts überstürzen. Ich habe keinen Bock, dass, wenn hier Leute reinkommen, dass dann die Jungs zum Beispiel sagen, ja, also der Kimi ist mit Carina und die schlafen nebeneinander. Ja, aber sowas gibt es ja hier nicht wirklich. Und ich finde es so witzig, dass sie das sagt und das trifft den Nagel nochmal auf den Kopf, denn normalerweise sagen die Leute das dann immer und sagen, ja, ja, der ist schon irgendwie mit der, die hatten schon was und die haben beieinander geschlafen, aber genau das möchte Carina nicht. Die weiß halt auch, es könnte noch Yassin kommen. Paulina, darfst du jetzt gemeinsam mit Johnny
auf ein romantisches Date am Strand. Okay. Okay, ein romantisches Date mit Johnny. Kommt noch was? Ist das ein Joke? Meinen die das ernst? Verstehen die selbst, wie witzig das ist? Hä? Ja, Johnny und Paulina, ne. Da wird safe ein Ex-Freund kommen, das wisst ihr, gell? Ja, ja. Und das könnte natürlich sein. Und das bedeutet, die Produktion hat einfach Cringe genommen und hat gedacht, komm, wen setzen wir neben Paulina? Cringe, Beste. Darf ich? Ja, klar, natürlich. Vielen Dank. Also ich habe richtig Bock jetzt auf das Date. Ich habe Bock zu flirten, ich habe Bock, Paulina kennenzulernen. Und cheers erstmal. Er glaubt, das ist for real und er hat da gute Chancen bei Paulina. Safe. Erzähl mal so, wie der erste Abend war. Wer ist so dein Favorite? Boah, so typmäßig, glaube ich, wäre es schon eher so der, Knie gewesen. Und schon wieder landet der Junge in der Bromance. Auf jeden Fall ist noch ein bisschen Luft nach oben, was das Flirten angeht. Hey, ich bin so jemand, ich kann das nicht vormachen. Ne? Also entweder ja, fühle ich das oder fühle das nicht. Johnny ist überhaupt nicht mehr, gar nicht. Oder ich habe 3 Promille, dann, ja, dann mach ich auch das Glas an. So. Und seht mal, wie der Junge strahlt. Und er hat jetzt nur noch eine Idee. 3 Promille müssen her. Und dann ihr noch so geschickt das Glas aus der Hand nehmen. Und vielleicht hat er dann eine Chance. Oh oh, doch dann passiert was. Und ja, darauf haben wir alle gewartet und auch ein bisschen spekuliert. Irgendwas passiert am Strand. Was geht denn hier ab jetzt? Also ich mach das auch wirklich nur. Ja, da kommt einer. Seht ihr den einen mit der Maske? Der das Kreuz macht. Und der ist groß und schlaksig. Und wir alle können jetzt mal raten, wer es ist. Aber guckt genau, wie er es macht. Sehr professionell. Es sieht auf jeden Fall aus. Ich hab richtig Bock, jetzt das Date zu crushen und mal zu sagen, hey, hier bin ich wieder. Ich bin der Ex-Freund von Paulina. I know you! 100%, Yassin, 100%. Ich hab's, glaube ich, hinten an dem Haaransatz erkannt. Der Junge lebt noch den Undercut-Modus und die Augen. Das Problem bei Paulina ist, dass sie einfach falsches Spiel gespielt hat. Sie hat mich betrogen mit irgendwelchen Engländern in Thailand. Also, der Sex mit Paulina war natürlich... Gut. Sie hat mich betrogen mit irgendwelchen Engländern in Thailand. Und das ist doch mal ein Opener und ein Teaser. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Geschichte. Und sehr, sehr lustig ist aber auch, dass Yassin sich über irgendwas beschwert. Also der ist eine wandelnde Red Flag. Aber ich weiß nicht, wie die Beziehung war. Werden wir alles hören. Na, Paulina. Freust dich, mich zu sehen. Hey. Hallo. Kannst du mal hinsetzen? Kannst dich wieder hinsetzen. Und wer ist das? Johnny. Freut mich. Yassin. Du kannst aber schon mal hochgehen. Ich nehme schon mal Platz, Tim. Sehr, sehr gerne. Alles gut. Viel Spaß, ne? So, wir beide haben ein bisschen was zu bequatschen, ne? Boom, boom, pow. Das war's mit Ex on the Beach, Folge Nummer 1. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Ich bin raus. Tschö!